Ja. Feierobet. Prost. Ja, Mädel, Leute. Ich habe jetzt gedacht, mach mal was mit so einem Sprühkäse. Cheddar Cheese steht drauf. Ja, habe ich mir mal gegönnt, weil Rainer hat ja gesagt, ich werde davon mal ein Video machen. Bis jetzt kam nichts. Ihr wisst ja, Furchi mag Lauge weg. Ja, ich soll es echt langsam mal putzen. Egal. So, Grundlage, der Käse. Gut, das Schutzding habe ich hier schon abgemacht. Ich habe gedacht, das ist so. Was steht denn da? Schutzkappe abnehmen, Sprühöffnung durch leichtes seitliches Drücken betätigen. Okay, dann machen wir das mal. Also hier. Oh! Ist ja lecker. Hoi, wie schmeckt denn der? Alter, was ist denn das für eine Konsistenz? Das ist ja wie Silikon. Ach du Scheiße. Junge, das ist ja ekelhaft. Puh, höchster Wahnsinn, aber egal. Furchi muss da durch. Jetzt habe ich gedacht, weil alle nach Lioner schreien, habe ich mir mal gekauft, aber mit Gurkne. Ich merke es jetzt schon im Magen. Auf jeden Fall nehmen wir jetzt erstmal zwei Scheiben. Schön flach drücken. Dann machen wir weiter mit dem Klump. Alter, ich hab gedacht, das kommt mit so einem Geräusch raus wie mit der Sahne, mit der Sprühsahne. Bin jetzt enttäuscht. Naja, egal. Jetzt, ich hasse diese Verpackung. Ihr kennt es wahrscheinlich vom Geräusch her. Ja, die guten Grabne. Los, Chat, eskalieren. Oh, drauf damit. Das hebt ja irgendwie. So, die, wo abhauen wollen, die werden natürlich gleich vernichtet. Und der Rest in den Kühlschrank. Weil, hat Geld kostet. Ja, am Pensi abwischen. Ja, der Rainer rotzt ja nur noch Müll raus. Die Gerüchte gehen rum, er hat eine aufs Maul bekommen. Deshalb kein Stream am Montag, beziehungsweise Dienstag. Kann ja noch kommen, weil ich nehme es hier gerade an einem Dienstag auf. Ja, und fürs arme Moskau-Bärchen tut es mir jetzt auch leid, weil OnlyFans will keine Pornografie mehr auf der Plattform haben. Ja, hätte sie sich bei mir gemeldet, hätte man einen eigenen Server gemacht. Jetzt noch mal ein bisschen hier Lioner mit Gurkne. Auch wieder zwei Scheiben. Boah. Ja, das kann man schön komprimieren. Ja, Wurst geht auch wieder zurück. Ja, fehlt noch irgendetwas? Was könnte man noch? Ja, gut. Hier so ein bisschen Tabasco. Hehe. Muss ja ein bisschen scharf werden, ne? Aber nicht übertreiben. Vor hier hat es mit dem Bobo. Ja. Ja, das war's jetzt eigentlich.
Mehr habe ich gerade leider nicht zu sagen. Ihr wisst ja, hoppala. Deckel drauf. Paar davon, dann die Verkostung. Mal gucken, was ihr dann diesmal im Vollzug für den Scheiß rauslabert. Break. Okay. Ja, da sind wir zurück. Aber ich dachte jetzt mal, ich ziehe das Video in die Länge. Ich geh mal kacken. Keinerlei. Sorry Leute, aber das musste ich jetzt mal wirklich machen. Wie lange habe ich überzogen? Scheißegal. Auf jeden Fall, ich habe gerade Rainers Vlog 91 gesehen. Grüße an Spiegellord. Es ist utopisch. Man sieht drei Viertel des Videos Rainers Bart. Aber jetzt muss ich hier echt mal abbeißen. Na? Oh. Mm. Oha. Mm. Also ich muss sagen, ich bin jetzt wirklich überrascht mit der Leona. So die Kombination. Aber ich will ja noch, Alter, ich schweife ab. Und zwar, Rainers Vlog. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Nee, hat da rumgemeckert, oh Gott, ich bin voll. Er hat rumgemeckert, Besucher und wir kennen es ja. Und ich habe Hunger. Mmh. Da kommt jetzt die Wurst und Käse raus. Mmh. Rainer hat sich beschwert, dass Leute kommen, die Polizei nicht unternimmt. Man kennt es. Und ja, dass er doch irgendwie stolz ist, Sonderschüler zu sein. Oh, weia. Das sieht jetzt nach Moskau-Bärchen aus. Hm. Haben wir gut abgeknabbert. Auf jeden Fall, ich habe den guten Troll Lindemann geschrieben von Ramlord. Alter, reacte mal den Vlog 91. Ich sage euch, da wird er zerbröseln.
Also, aber ich keine Produktplatzierung, aber hey, so pur schmeckt der Scheiße, aber mit Wurst ohne Krabne, die ich nicht geschmeckt habe. Schmeckt es irgendwie gut. Ach Mensch, Reiterle. Warum machst du keine Projekte Brote mehr Video? Also ich bin echt am Überlegen, ob ich nicht, Ja gut, jetzt wird die Annika Müller wieder den Untertitel einschalten, die Hui. Jetzt war ich ohne Scheiße. Ich bin überrascht. Ich habe schon wieder einen Faden verloren. Alter! Ich habe nur 9 Bier getrunken. Ich habe echt den Faden verloren. Wo war ich gerade? Alter, ich bin ja wieder Rainer! Jetzt fällt es mal wieder ein. Also wenn es auf Arbeit gut klappt, werde ich mal einen Freitag frei nehmen. Und dann, denke ich mal, zu 4 Uhr morgens losfahren. Dann wäre ich 6 Uhr morgens, okay, sagen wir mal 7:30 Uhr. Vor der Schanze, weil in meinem neuen Auto rauche ich nicht. Und jetzt wird er wieder diese Annika Müller hier irgendwas Dummes schreiben. Annika Müller, ich sag's dir. Ich komme nach Köln. So, sie wurde geleakt. Die fette Sau. Okay, jetzt schmecke ich Tabasco, aber die Krabben? Hä? Also dieser Käse ist echt hardcore. Also pur ist der echt scheiße, aber so mit Wurst und Weckler. Gefällt mir. Also ich denke mal, da wird es öfters Videos geben. Ja. Wie gesagt, liebe Leute, nee, habe ich nicht gesagt. Ach du Scheiße. 8 Minuten schon. Ja. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Bloß das hier. Ja, ich war da anfangs verwirrt, dass die Amis das so machen. Ich würde mal sagen, so derjenige würde sich. Ihr wisst schon, irgendwie in die
Käse. Jetzt weiß ich, woher der Käse. Nee. Jetzt weiß ich, woher der Käse-Eichel kommt. Alter! Junge, ich muss kacken. Mittel auf. Eine Ewigkeit später. Also diesmal hat es gekitzelt.